Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Diese Flasche für einen Euro ist angeblich unzerstörbar. Kann das wirklich sein? Unsere Testartikel haben wir beim Online-Marktplatz Wish bestellt. Hier verkaufen verschiedene China-Shops ihre Waren. Der Versand nach Deutschland dauert 1 bis 3 Wochen. Reporter Daniel macht den Härtetest. Die ersten Versuche können der 1-Euro-Flasche schon mal nichts anhaben. Die Flasche ist wirklich top im Alltagstest. Doch wir wollen wissen, wo die Grenzen liegen und fahren auf eine Baustelle. Hier wird gleich ein Bagger über die Flasche rollen. Es ist geschafft. Die angeblich unzerstörbare Flasche ist zerstört. Zugegeben, es war kein besonders faires Duell, aber 23 Tonnen haben der unzerstörbaren Flasche dann doch den Rest gegeben. Der nächste China-Kracher im Test. Ein sogenanntes Wallet Ninja. Für 1 Euro kriegt man hier 18 Funktionen. Vom Maßband bis zum Schraubenschlüssel. Kompakt in Form einer Kreditkarte aus Metall. Der Flaschenöffner funktioniert gut. Auch das Lineal erfüllt seinen Zweck. Der Brieföffner auch. Die Schraubenzieher sind zu dick. Und auch der Smartphone-Ständer mit eingeschobener Karte taugt nichts. Genau wie der Dosenöffner. Idee gut, Ausführung schlecht. Die Hälfte der Sachen funktioniert nicht. Von daher, ich würde es mir nicht kaufen. Noch nicht mal für 1 Euro. Das Wallet Ninja ist eher Schrott als top. Auch für 1 Euro gibt's diesen Selfie-Stick im Online-China-Shop. Das Schnäppchen hat einen ausziehbaren Teleskopstab, eine Klemmhalterung und sogar ein Kabel zur Steuerung am Griff. Das Smartphone sitzt fest, so lassen sich problemlos Fotos schießen. Das Ding für 1 Euro ist echt nicht schlecht. Es hält, es funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Ein echter Preiskracher und absolut top. Ebenfalls für Smartphone gibt's dieses Objektivaufsatzset. Kostet auch nur 1 Euro im China-Webshop. Im Karton werden 3 verschiedene Linsen geliefert. Die passen angeblich auf jedes Handy, werden einfach vor die Kamera geklemmt. So entsteht aus dem Originalbild zum Beispiel dieser Fischaugenblick. Ein normaler Weitwinkelaufsatz ist auch dabei und ein Makroobjektiv für Nahaufnahmen. Also für 1 Euro 3 solche Objektive, alle 3 funktionieren. Das ist echt ein Schnäppchen. Für den Preis also absolut top. Wie gut kann ein Nackenmassagegerät für 1 Euro sein? Reporter Daniel ist gespannt, was es dafür gibt. Das Nackenmassageband wird einfach um den Hals gelegt. Das war's. Also irgendwie komme ich mir jetzt schon ein bisschen veräppelt vor. Da massiert überhaupt nichts. Da ist auch kein Stromanschluss und gar nichts. Da ist auch keine Batterie. Da ist kein An-, kein Ausknopf. Da sind nur irgendwelche, keine Ahnung was drin und es wird ein bisschen warm. Das kommt dem Reporter chinesisch vor. Wir schneiden das Massagegerät auf. Innen drin nur Magnete. Selbst für 1 Euro eine absolute Enttäuschung. Kommen wir zu diesem blauen Ding hier. Wofür kann dieses 1-Euro-Produkt nur gut sein? Es ist eine Bartrasurhilfe. Und die begutachtet einer, der sich auskennt. Friseur Markus Köhler aus Darmstadt. Der Profi probiert die Rasierhilfe aus. Sie wird einfach angelegt, um die Konturen sauber und gleichmäßig zu bekommen. Auch Reporter Daniel darf mal ran. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Also ich finde es witzig, ist ein toller Effekt, guck mal. Ja. Weil viele haben ja echt das Problem, die wissen nicht wohin, wo die Linie. Ja. Und so ist es eigentlich total cool. Dann würde ich sagen, Test bestanden für 1 Euro. Der Profi findet es gut. Den Euro kann man ausgeben. Nichts für jedermann, aber für Bartträger ein nützliches Tool. Top! Ergebnis unseres Tests. Einige China-Produkte sind noch nicht mal 1 Euro wert. Billigster Schrott aus Fernost. Die meisten der bestellten Artikel sind aber überraschenderweise echte Schnäppchen. Nützliche und coole Alltagshelfer für den schmalen Geldbeutel. Was will man mehr?